Verbergen, im Gegenteil, wir sind ja da offen. Was ich noch sagen will, ist im Landtag die Verkleinerung und wie sie es in Steiermark gemacht hat. Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte, weil wenn du bei uns reinschaust, bei 36 Abgeordneten und 70 Haseln da vorne, sind nichts gegen Lehrer und nichts gegen Beamte. Es gibt, glaube ich, zwei von der Wirtschaftsseite. Sonst sind lauter Parteisekretäre drinnen oder Lehrer drinnen. Das muss man sich mal vorstellen. Die verwalten unser Geld. Jetzt, ich habe gegen den nichts. Aber die wirklich keine Ahnung. Das muss man klipp und klar sagen. Daher passiert ja solche Geschichten. Aber man meint die absolute Mehrheit, nicht die absolute mit Schwarz miteinander haben es. Also was soll denn da sein? Da kann nichts passieren. Das sagt der Niesel ganz oft. Er sagt, ich tue nichts mehr. Dann werden wir draufbleiben. Aber nochmal, die Konzentration wird seitens von Wolfgang jetzt einmal schauen, dass man in den Gemeinden jetzt einen Aufbau schafft. Und im Land, wie ich halt mit der Ingrid so weit als möglich ist, die Sparflamme fahren, aber nicht desto weniger Informationen und Anträge einbringen. Das tut ja nicht weh, das kennen wir ja, das ist ja nicht das Problem. Daher, wenn es ist, Wünsche habt. Schau, wir haben ja vieles, das ist interessant, aber das kostet ja uns auch viel Zeit. Kanal zum Beispiel, Lockenhaus. Wer kriegt jetzt vorgeschrieben, vor zehn Jahren zurück an Kanal? Meine, was haben wir, das geht nicht. Lauter solche Dinge passieren ja da draußen. Nur das musst du aufarbeiten. Jetzt hast du dort natürlich schon viel Arbeit, dass ich Flockenhaus mich oben begib, warum Geschichte ist hin und her. Die Medien spielen da gar nicht mehr mit. Wenn du nicht irgendeinen Knall hast, spielen sie nicht mit, weil sie Millionen jetzt kriegen vor der Gemeinderatswahl, von Rot und Schwarz. Und schaut euch die Zeitungen an, schlagt es auf. Ist nur Rot und Schwarz drin. Resita, von Tourismus, die jetzt auch kaufen lassen, dann Niesl, dann Steindl, dann. Die Dunst mit den roten Kosten. Die Dunst, alles. Das heißt, das sind lauter gekaufte. Das ist immer unser Problem, was wir haben. Weil wir könnten ja einen herzitieren zu einer Pressekonferenz und sagen, setz dich und jetzt sage ich das einmal. Bei der Pflege, wurscht, was sich da anspielt, was der Wolfgang sagt. Oder, da gibt es ja 100.000 Schichteln, da wird ja gemobbt, wo es noch geht, die Krankenhäuser. Das ist alles ein Schwäberte. Viel wollen es vielleicht nicht, aber es gibt. Aber egal wie auch immer, wir denken, dass wir eine gute Performance haben bei den ganzen Schichteln und bei den Leuten draußen mit unserer Homepage, mit unserem Verhalten, was wir haben, alle miteinander. Wir können keine Wurzelbäume schlagen, das muss man auch klar sagen. Wir haben die Ressourcen nicht so wie die anderen. Für Clubsekretäre, hochbezahlte Sekretäre und. Aber ich denke, dass wir die Arbeit bis jetzt hervorragend machen. Und das Ziel ist, die Gemeinderat zu wollen. Und danach, wenn wir erfolgreich sind, kannst du den nächsten Schritt setzen. Das muss das Ziel sein. So rennt das. Aber nochmal, ich denke, dass wir in der Homepage dahinter sind, dass wir immer wieder unseren neuesten Stand einstellen. Ich muss dazu sagen, man versteht sich, ich verstehe mich mit allen Parteien drinnen. Natürlich sind die alle auch falsch wie der Teufel, logischerweise. Brauche ich nicht drüber diskutieren. Aber Faktum ist, der große Chef ist noch immer der Niesl. Und da fährt die Eisenbahn drüber und der kleine Maxler ist halt der Beiwagel und der macht halt, gibt ihm immer die Stimmen und somit kriegt er halt ein paar Posten. Und das gehört nach außen hin transportiert und das wissen auch die meisten. Thank you.